Yalla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, liebe Geschwister im Islam. Wir Geschwister von Ansar International sind wieder für euch fast auf der ganzen Welt unterwegs. Heute befinden wir uns in Marokko. Und zwar seht ihr hinter mir eine Moschee. Und zwar war ich vor kurzem hier. Und mir ist aufgefallen, da ich vor einem Jahr auch hier war, dass die Moschee immer noch nicht fertig ist. Und ich habe den Imam angesprochen und habe ihn gefragt, warum das so lange dauert mit dem Moscheebau. Ich habe ihn gefragt, wird das vom Staat finanziert, diese Moschee, oder privat? Er meinte zu mir, der Imam, diese Moschee wird nur durch Spenden finanziert. Und mittlerweile ist der Bau jetzt schon seit 2 Jahren, sind die an diesem Gotteshaus dran. Und das ist definitiv schon zu viel. Und Alhamdulillah, wir Geschwister oder ihr habt die Möglichkeit, mit Allahs Erlaubnis, durch eure Spenden, diese Moschee fertig zu bauen. Weil ich habe gehört, hier wurde vor einem Jahr ein Haus gebaut und die haben ein Hochhaus gebaut und die haben dafür nur ein Jahr gebraucht. Ein Jahr haben die dafür gebraucht, dieses Haus aufzubauen. Und diese Moschee, dieses Gotteshaus wird mittlerweile seit 2 Jahren gebaut und das muss nicht sein. Und Alhamdulillah, wir haben jetzt die Möglichkeit, diese gesegnete Moschee und dieses Gotteshaus, was Anrecht hat, als erstes aufgebaut zu werden, dieses Gotteshaus, weil dies ist das Haus von Allah. Und deswegen, Geschwister, unterstützt diese Sache, dass dieses Gotteshaus, diese Moschee zu Ende gebaut wird, hier in Marokko. Und jetzt will ich euch mal zeigen, was noch gemacht werden muss. Und zwar, wie ihr seht, einige Sachen gebaut werden, hier auch der Boden, das muss noch gemacht werden. Wie ihr seht, liebe Geschwister, das ist noch eine Baustelle, das ist auch noch nicht alles fertig. Wir gehen mal hoch. Wie ihr seht, das ist noch eine Baustelle, liebe Geschwister. Ist noch nicht fertig. Und Alhamdulillah. Liebe Geschwister, was ihr jetzt hier seht, Alhamdulillah, das ist auch eine Ni'ma von Allah Ta'ala, dass wir die Möglichkeit haben. Und zwar hier soll eine Koranschule entstehen. Und ihr seht, diese Sache ist noch nicht fertig. Die sind gerade auch noch dabei. Und wie gesagt, diese Moschee wird nur durch Spenden finanziert. Also es ist keine staatliche Moschee, sondern das sind Leute, die für Allah Ta'ala diese Moschee gebaut haben und nur durch Spenden diese Moschee aufbauen. Und wir befinden uns gerade hier. Das soll eine Koranschule werden. Und stellt euch mal vor, liebe Geschwister, die Leute, die hier den Koran lernen, vielleicht sogar den ganzen kompletten Koran auswendig können, die Hafid werden. Diese Belohnung, inshallah, bekommt ihr auch mit. Wie ihr seht, das ist auch noch eine Baustelle. Deswegen, liebe Geschwister, beteiligt euch an diesem gesegneten Projekt. Spendet für diese Sache, damit wir dieses Gotteshaus schnell zu Ende bauen. Wie gesagt, die sind jetzt schon das zweite Jahr, seit 2 Jahren sind die hier daran am Bauen. Weil immer, wenn Spenden reinkommen, machen die was. Und deswegen, liebe Geschwister, lasst uns diese Moschee, dieses Gotteshaus, diese Koranschule für die Kinder, lasst uns das zu Ende machen oder zu Ende bauen. Möge Allah euch reichlich belohnen. Und ja, das waren meine Worte. Ihr seht, wie gesagt, noch, der Bruder ist noch am Aufnehmen. Der Bruder ist noch am Aufnehmen. Wie gesagt, das waren meine Worte. Beteiligt euch an diesem gesegneten Projekt. Ich werde persönlich diese Spende, die ihr überweist, werde ich persönlich überbringen und auch eine Aufnahme machen.
weil diese Sache, wie gesagt, gesegnet ist. Und inshallah, wir hoffen auf die Belohnung auf das Jenseits. Spendet für Allah Ta'ala und möge Allah euch reichlich belohnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und laut Buch, Small.